So, willkommen zurück zu Skyrim Dawnguard. Wir haben uns gerade für die gute Seite entschieden und gegen die Vampire. Gibt's hier noch was zu holen? Ja. So wie der gute... Wie hieß er denn jetzt? Ach, ich werde ihn irgendwann mal wieder treffen. Wie der gute Fürst dort aussah, hätten wir auch aussehen können. Das möchte ich aber nicht, weil als Vampir lässt die Scheiße in der Sonne rumstehen. Und hier im Spiel mag ich Sonne, im wahren Leben ja nicht so. Also schaue ich einfach mal, wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen ja Bericht erstatten, was hier jetzt gesucht wurde. Dazu müssen wir runter nach Riftern. Ich glaube, wir müssen auch... Nein. Entfernen. So. Entfernen. Ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen bis nach unten bewegen und... Was ist das? Da die Karte drehen, genau. Sprich mit Isram. Das werden wir auch machen. Schnellreise dorthin. Schaut sie euch an, die Maske von Claverus. Tolle Sache, habe ich glaube ich auch irgendwann mal besessen im Spiel. Die liegt bestimmt irgendwo im Inventar rum. So, und jetzt rennen wir erstmal hier hin und sprechen mit Claverus. Ach Quatsch, nicht mit Claverus, mit... Schieß mich tot, mit wie heißt er denn jetzt hier? Isram, Mensch, verdammte Namen. Oh, Tierchen, Kanicke. Kanicke tot. Ich saue erstmal wieder schön hier mein Inventar zu mit irgendwelchen Lebensmitteln. Aber dass ich nicht weiter will. Ich hab's ja. Extra alles abgelegt. Ach, hau ab. Ich renn hier hin. Ich will mit Isram reden. Isram, Isram, Isram. War das hier der Eingang? Truhen. Fässer. Oh, jetzt habe ich eine Säge genommen. Die braucht doch auch keine Sau. Komm, Tomaten. Ein Moment, ein Moment. Sonstiges. Diamant. Guck mal, was wir schon wieder alles gesammelt haben hier für Müll und Mist. Habe ich nicht gerade eine Säge genommen oder so ein Mist? Da Säge hier fallen lassen. Sehr schön. Den Kack braucht man nicht. Naja, wir haben noch hier des Diebstahls bezichtigt. Nee, hier bin ich falsch. Ich renne mal hier rüber. Steck mal die Waffe weg, die sollen ja keine Angst vor mir haben. Hallo! Wie geht es? Ich glaube zwar nicht, dass die Vampire dumm genug wären, uns hier anzugreifen, aber naja, man kann nie wissen. Ist ja sehr schön verteidigt hier, eure 500.000 Mann, die halten ja auch... Vampirmeister, hier, komm. Auf die Schnauze. Das Mädel hat... Uralter Vampir. Komm hier, Kopf ab. Da fliegt er. Achso, das Spiel ist ab 18. Nur mal so nebenbei. Goldnehmer, Vampirschaubnehmer mit. Sieht euch das an. Dietrich nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das ist nur der Frage. Ja, ich weiß, ich unterbreche die gerade, aber... Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik zahlen. Wir müssen unsere Verteidigungslinie verstärken. Ich nehme nicht an, dass ihr gute Nachrichten für mich habt. Nee, nicht wirklich. Oh, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, euch fehlen ja mindestens 100 Mann, die hier drumherum stehen. Ich hätte wissen müssen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor sie uns finden würden. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige... Ja, er wiederholt sich. Wir müssen... Komm, ich gehe hier schon mal rein in Dämmerwacht. Mysteriöser Nebel im Ladebildschirm. Die Bildchen finde ich irgendwie besser. Ja, doch, die finde ich besser. So, jetzt kommt uns auch gleich hier Isram hinterher. Der stellt sich bestimmt hier in die Mitte. Wir gucken mal hier ein bisschen rum, was es hier schon mal gibt. Ja. Wenn wir es nehmen können, dann nehmen wir es auch. Nehmen. Ja.
Gold, nehmen, nehmen, nehmen. Eine Karte. Gibt es hier irgendwelche lustigen Sachen von der neuen Mod? Vom Add-on meine ich. Nö. Ist er endlich da? Noch nicht. Komm, dann gehen wir ihm mal entgegen. Ich glaube, der muss eh dann zuerst durchgehen. Personen, denen du geholfen hast, mögen dich. Einige werden dich sogar folgen und deinen Befehl ausführen. Ja, ja, da haben wir einige. Da können wir unsere eigene Armee erstellen. Das wäre dann, wartet, J, Questbuch. Dunkle Bruderschaft, ja, ja. Verschiedenes, hier, nee. Bringe einen Begleiter zu Delphin. Das wäre das, und da könnten wir eine kleine Armee einstellen. Ich hätte wissen müssen, dass es nur eine Frage der Zeit war, ja, hier kommen. Uns finden würden. Das ist nicht der Preis, unbedingt, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik zahlen. Wir müssen unsere Verteidigungslinien verstärken. Ich nehme nicht an, dass ihr gute Nachrichten für mich habt. Ja, das hast du ja schon gesagt. Ja, es fängt wieder an, buggy zu werden, natürlich, hier das Spiel. Warum habe ich etwas anderes angenommen? Na gut, sagt mir, was ihr wisst. Die Vampire haben nach einer Frau gesucht, die in der Trübhöhle eingeschlossen war. Eine Frau, da drinnen gefangen. Das ergibt keinen Sinn. Wer ist sie? Und viel wichtiger, wo ist sie? Ja. Sie wollte zurück nach Hause und so habe ich sie zur Burg gebracht. Sie ist die Tochter eines mächtigen Vampirfürsten. Ja, ich warte auf eine Erklärung, was das alles zu bedeuten hat. Ich habe ebenfalls eine Schrift... Sie haben ebenfalls eine Schriftrolle da. Sie was? Ja. Und ihr habt sie nicht dran gehindert. Ihr habt die Schriftrolle nicht an euch genommen. Ich hätte es versuchen können. Ich hatte Glück, da ich mit dem Leben davongekommen bin. Ah, es waren zu viele. Ich war ganz allein. Ja. Dazu hatte ich nie die Gelegenheit. Ja, das passt schon eher. Ihr könnt wohl von Glück sagen, dass ihr nicht tot seid. Oder noch schlimmer, einer von ihnen. Bei den Göttlichen. Schlimmer kann es kaum noch kommen. Das ist mehr, als wir beide bewältigen können. Ja, wir brauchen mehr Leute. Ich wollte wirklich aus... Ihr wollt wirklich einfach aufgeben? Wir müssen was unternehmen. Natürlich müssen wir das. Ich bin vielleicht alt. Aber nicht dumm. Wir werden einfach etwas Unterstützung brauchen. Wenn sie dreist genug sind, uns hier anzugreifen... Könnte das eine größere Sache sein, als ich dachte. Mit mir kämpfen gute Männer, aber... Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute getroffen und mit ihnen zusammengearbeitet. Wir werden ihr Geschick und ihr Talent brauchen, wenn wir das hier überleben wollen. Wenn ihr schafft, sie aufzuspüren, haben wir vielleicht eine Chance. Ja... Wo finde ich diejenigen... die wir brauchen. Ihr kommt schnell zum Punkt. Das gefällt mir. Ihr seid anders als diese Idioten vom Orden. Wir sollten es nicht übertreiben. Wenn wir zu viele sind, ziehen wir ungewünschte Aufmerksamkeit auf uns. Wir sollten Sorine Jurat mitnehmen. Bretone, hochintelligent und eine gute Bastlerin, von den Dwemern ganz besessen, besonders von deren Waffen. Sie war draußen in Reach unterwegs. War sich sicher, dass sie die größte Zwergenruine aller Zeiten finden würde. Sie wird uns helfen? Vielleicht braucht es ein wenig Überredungskunst, aber ich denke schon. Ihr solltet außerdem Gunmar finden, ein wahrer Bär von einem Nord. Er hasst Vampire, fast so sehr wie ich. Vor ein paar Jahren hat er sich in den Kopf gesetzt, dass seine Erfahrung mit Tieren uns helfen würde. Ganz besonders mit Trollen. Was? Zuletzt habe ich gehört, dass der Himmelsrand auf der Suche nach weiteren Bestien durchkämmt. Bring die beiden hierher zurück, dann können wir gemeinsam einen Plan schmieden. Sehr schön, wir haben unsere nächste Quest. Irgendwelche Ratschläge für einen neuen Vampirjäger? Es gibt nur eins, an das ihr euch erinnern solltet. Wenn ihr bei Vampiren nachlässig oder sorglos seid, stirbt ihr. Und wegen euch werden gute Leute ebenfalls sterben. Ich habe so lange überlebt,
weil ich nichts riskiere. Ich verwische meine Spuren und halte die Augen offen. Wenn ihr klug seid, tut ihr es auch. Na super. Was ist das für ein Ort? Ich brauche Training für schwere Rüstung. Brauche ich das echt? Ihr wisst bereits so viel wie ich. Und das ist ein echtes Kompliment. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Warum steht das noch als Option offen hier? Was ist die Dämmerwacht? Hat man schon. Was ist das für ein Ort? Ist okay. Gut. Hatte die Augen auf. Mache ich. So, dann mal Rekrutierungsarbeit. Map schauen wir uns an. Ein Hoch auf... Oh, Kieferspitzenhöhle. Ach, da kommen alte Erinnerungen hoch. Und wo ist die andere oder der andere? Rekrutiere Sorin Jurat. Oh. Das ist ja der Hammer. Mensch, hier wird man nochmal quer durch Skyrim geführt, durch Himmelsrand. Schön, dann besuchen wir erstmal die Kiefernspitzenhöhle. Und schauen, was sich dort verbirgt. Ach ja, das waren noch Zeiten. Da kommen echt alte Erinnerungen hoch, wenn man das alles wieder liest. Ich habe das ja echt ein paar Monate lang nicht mehr gespielt. Hab mir nur ein paar Gameplays angeguckt. Schönen Gruß am Amras jetzt. Aber es ist... Ja... Ist schon der Hammer, das Spiel. Kann man nicht anders sagen. Hier kommen Müllbär. Klack. Ja, guck mal, Vorsicht. Mit dir. Hier läuft ein bösartiger Bär frei herum. Was war das? Na gut, dann Bärenklauen können wir gebrauchen. Hat einen Silberring gefressen, wer weiß, wie er den abgebissen hat. Hier da, bleib stehen! Ja, ich bin noch hier. Ich habe diesen Bären jetzt schon 2 Wochen lang verfolgt. Dem wird niemand mehr zum Opfer fallen. Ich habe ihn erschlagen, Isram. Ah ne, Ganmar. Isram braucht eure Hilfe. Er und Hilfe? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Er ist leider ein paar Jahre zu spät dran. Er bedeutet mir nichts mehr. Ich habe Wichtigeres zu tun. Außerdem kommt er bestens allein zurecht. Nein. Ich habe mir selbst versichert. Der, das war damals. Er schon Hilfe brauchen. Vampire! Vampire! Wir kämpfen gegen Vampire! Vampire? Vampire! Das könnte die Lage ändern. Erzählt mir ausführlich, was los ist. Ach du Scheiße. Wir sind uns nicht sicher, aber sie haben eine Schriftrolle der Alten. Bei den 8. Nun hör zu. Ich denke darüber nach. Aber ich kann diesen Bären nicht noch mehr Unschuldige töten lassen. Wenn das erledigt ist, werde ich vielleicht erfahren, was Isran von mir erwartet. Was heißt denn hier vielleicht? Hilf Gunmar, den Bären zu besiegen. Auch da in der Höhle drinne. Komm, wir speichern erstmal. F5, wo habe ich F5? Da ist F5. Schnell speichern. Hey, hier liegt ja jemand rum. Jäger. Nehmen wir natürlich mit hier. Gold. Süßkuchen. Brauchen wir uns mal nicht unbedingt. Wildbrett. Alles klar, das war's. Ist er jetzt schon reingerannt? Schaut es euch an, wie schön und majestätisch das hier doch aussieht alles. Ach, ich finde das Skyrim so hammermäßig. Ja, Ganmar, der rennt schon mal vor. Ich guck gerade mal auf den Wecker, während ich hier Stück für Stück weiterlaufe. Ja, wir sind bei 14 Minuten. Wie, wer ist da? Der Bär ist los! Hier steppt der Bär! Knack, der ist tot! Ah, du kriegst auch noch hier! Knack! Todesschlag! Sprich mit Gunmar! Alles klar, aber erstmal hier looten wir. Ja, gehen wir aus dem Weg. Den Bären. Bärenklaue. Ich dachte, er hätte mehr, wenn er so legendär gewesen wäre. Du bleibst hier stehen, Gunmar. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das Schmieden schwerer Rüstung. Von Sven Zweihelmer. Ja, komm, hier, nehmen wir mit. Stecken wir uns irgendwo in unser Bücherregal. Zaubertrank der ewigen Heilung. Brauchen wir immer.
Goldnehmer, Saphirhalskettennehmer, Eisenhelm. Ja, das ist der Eisenhelm hier vom Cover. Braucht keine Sau mehr, ist ehrlich so. So, Geldbeutel nehmen. Was haben wir hier? Du siehst mir ziemlich tot aus. Eisendolch. Können wir auch nicht looten. Gunmore steht hier noch rum und schüttelt sich ich ein. Ich weiß nicht, wie ich es alleine geschafft hätte. Ich danke euch. Ja, bitte, ihr bitte. Habt mir geholfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Herauszufinden, was Isran will. Er ist noch immer bei Stendas Stern, nicht wahr? Ja, er bat uns, in die Festung der Dämmerwacht zu treffen. Er bat uns, ihn in der... woher wusste ich das? Wenn Isran eines ist, dann stur. Ja. Er arbeitet schon viele Jahre daran. Lässt keinen rein. Ja, und schon... seine eigene kleine Festung. Tja, jetzt werde ich ja sehen, was er die ganze Zeit über getrieben hat. Wir sehen uns dort. Genau, renn mal vor, Junge. Abgeschlossen, sprich mit Gunmar. So, gibt es hier noch irgendwas hier hinten? Ne. Geht's da oben noch weiter? Da hinten? Auch nicht. Na gut, dann rennen wir jetzt mal los. Wir sehen uns in Festung Dämmerwacht. Ja, alles klar. Machen wir. Kriegen wir hin. So. Kommt die Fledermäuse hinter uns durch. Aber bevor wir das machen, sage ich, danke fürs Schauen dieser Folge. Oh, jetzt muss ich gerade aufstoßen. Haut rein, bis denne.